Europapolitik nicht nur theoretisch im Unterricht behandeln, sondern selbst einmal in die Rolle eines Europapolitikers schlüpfen und ausprobieren, wie Europapolitik funktioniert. Dies erlebten am 10. Januar Schülerinnen und Schüler aus der Fachoberschule, dem Ausbildungsbereich Bäckerei-Fachverkauf und Einzelhandelskaufleute in der Aula der Max-Eid-Schule. Das Planspiel wurde von der externen Organisation Eurosoc Digital im Auftrag der EU-Kommission durchgeführt. An einem konkreten Beispiel der Asylpolitik wurde das europäische Gesetzgebungsverfahren simuliert. Die Vertreter der europäischen Mitgliedstaaten mussten sich darüber einigen, nach welchem Zeitraum Asylbewerber Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Die beiden Vertreter Italiens hatten den Vorsitz inne und leiteten die Abstimmung. Nach regen Diskussionen in Sitzungspausen und interessanten Debatten im Gremium entschied die Versammlung den Zugang zum Arbeitsmarkt nach 6 Monaten. Ein spannendes Erlebnis für alle Beteiligten und ein tolles Event, welches zum Jahresthema der hessischen Europaschulen passt: Europa in Bewegung.